Madame Désirée würde sich den Rohrstock bringen lassen und, während der unentwegt auf Noels Rücken niedersauste, im Rhythmus ihrer kurzen, harten Schläge »Wer hat dich erzogen?« schreien. Obwohl sie das doch wusste. Schließlich hatte sie Noels Eltern gut gekannt. Beim letzten Mal hatte er geblutet und noch immer konnte er die Narben spüren. Madame Désirée war eine Hexe. Er hasste sie. Behutsam löste er seine Arme, die Nyogoku fest umschlungen hielten, und rieb sich die Augen. Die Großmutter atmete rasselnd. Aus ihrem Ijitenje stieg der warme, säuerliche Dunst des Alters und der Nacht. Sie lag da, ihr Kopf in der Armbeuge gebettet, ihr Rücken eingeknickt zu einem rechten Winkel. Seit ein Gewehrkolben sie mit aller Wucht getroffen hatte, konnte sie sich nicht mehr aufrecht halten. Noelle ahnte die Konturen ihres Körpers nur, im Zimmer war es völlig dunkel, auch am Tag. Nach dem großen Morden hatte niemand mehr das kleine Fenster aufgemacht. Ungefähr 6 Jahre war das her. Außen war die Scheibe lehmverkrustet, drinnen hing ein Ijitenje, ließ kein Licht hindurch. Wenn Besuch kam, wurde eine Lampe angezündet. Sonst genügten Kerzen. Und ich war eine der 4 eingeladenen deutschen Autoren. Wir waren da mit 180 Autoren aus aller Welt. Und das Thema dieses Festivals war Faith and Reason, Glaube und Vernunft. Ja, und ich war schon sehr, sehr stolz, dass ich dabei war. Ja, klar. Ja, sozusagen. Ja, sag du mal, ich bin da gebildeter als ich bestimmt. Also ein Dichter jetzt oder was? Ja, genau. Goethe oder genau. Schiller oder sowas. Ja, genau. Okay. Kennen Sie auch irgendeinen aus der Umgebung hier? Ich glaube nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wer hier geboren ist. Poete. Ja, ein Dichter, der Gedichte geschrieben hat oder schreibt. Welches Land? Das ist egal. Pushkin. Russland, okay. Eine große Poet. Ja. Können Sie auch ein Gedicht aufsagen? Der eine Satz. Ja. Lukamorje dub zelene. Okay. Ja. Wissen Sie, können Sie das vielleicht auch übersetzen? Also, weil ich kann das. Übersetzen, ich lerne deutsche Sprache jetzt. Ein bisschen schwer für mich übersetzen. Okay. Ja. در من دیگر توان گذشتن از دوستت دارم نیست. هر بار که پای آن صنوبر می نشینم، از آنجا ستاره ای از آسمان می چینم و نگین انگشتر یادت می کنم. Sie kam zu mir im Traum. Gedanken versunken. Der Schatten des Toranchbaums streichelte ihr grünen Wangen. Ihr Hemd barg in sich den Duft der Zärtlichkeit. Ich sagte ihr, nie sah ich dich so gebrochen, so traurig. Ich bin immer noch das Letzte. Ich pfeife auf die Wolken, die drohend sie stürmen. Ich weiß ja, sie kommen und gehen vorbei. Was schert der April mich? Was schert mich das Stürmen? Ich stürze kopfüber mich froh in den Mai. Das war ein Frühlingsoptimismus. Der Welle lieblicher Buhle, Wind, nicht vom Grund auf schäumende Wolke. Seele des Menschen, wie gleich dem Wasser, Schicksal des Menschen.
Wie gleichst du den Wind?